Hallo zusammen und willkommen zum nächsten Teil der Tutorial-Reihe zu MiG-21. Ich brauche ganz dringend einen neuen Einleitungssatz. So langsam kann ich den Satz nicht mehr hören. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber wir gucken erstmal, dass wir jetzt, nachdem wir auf unterschiedlichen Arten erfolgreich nach Mineralia Vodi navigiert sind, den wir schon direkt vor uns sehen, dann auch endlich mal die Kiste auf den Boden kriegen. Mit anderen Worten, wir kümmern uns um die Landung rein visuell diesmal. Wir sind dort, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, naja, ein paar Kilometer weiter vielleicht. Wir haben eine Entfernung von knapp 30 Kilometern zu unserer RSBN-Station, die da vorne neben dem Flughafen steht. Und wir müssen hier eigentlich nichts mehr konfigurieren vorerst. Also wir müssen hier keine Systeme einstellen, wir fliegen das ja schließlich visuell. Aber ich drehe jetzt die Lautstärke des RSBN-Empfängers mal runter, denn das Piepen brauche ich dabei einfach nicht. Und wir nutzen jetzt einfach mal das Angenehme der Pause und stellen schon mal unseren Funksender ein, damit wir das Ganze auch mit Funk machen können. Mineralia hat den Radio Channel 12, den stellen wir mal ein und gucken mal, ob der Tower uns auch haben möchte. Super, der möchte uns haben. Und wir sehen in dem Funkspruch oben eine wichtige Information, das QFI 735.87. Das ist unser Luftdruck am Flughafen und den müssen wir noch einstellen. Das tun wir hier unten an unserem barometrischen Höhenmesser. Einfach das Knöpfchen hier so lange drehen, bis wir auf 735,87 sind. Das lässt sich nicht so ganz genau einstellen hier unten im Fenster. Aber in etwa reicht ja auch. Okay, damit sind wir vorbereitet. Dann geben wir auch direkt Gas, glaube ich. Unser erstes Ziel besteht darin, dass wir in einer Entfernung von 14 Kilometern eine Höhe von 1000 Metern bei einer Geschwindigkeit von 500 Metern haben. Wir sehen gerade, wir sind zu schnell, zu hoch und zu weit weg und das versuchen wir jetzt erstmal zu korrigieren. Wenn wir diesen Punkt erreicht haben, werde ich dann nochmal kurz Pause machen und dann klären wir auch das restliche Landeverfahren, den Endanflug und das Aufsetzen. Alles klar, Pause raus. Und wir müssen viel weit runter und Schub auch schon mal zurücknehmen. Schub schneller zurücknehmen. Hier unten am Schubhebel habt ihr eine Luftbremse. Einmal draufdrücken, dann hört ihr, dass sie ausfährt. Die Maschine ruckelt und die grüne Lampe hier zeigt euch, dass sie ausgefahren ist. Empfehle ich euch natürlich, auf einen Hotkey zu legen. Okay, Luftbremse wieder rein. So, unsere Höhe von 1000 Metern haben wir gleich. Das sieht dann entfernungstechnisch und geschwindigkeitstechnisch auch schon weitaus besser aus. Ihr habt gesehen, das ging jetzt auch relativ schnell da in die richtigen Reichweiten der Werte zu kommen, sozusagen. Und der Rest wird hier auch relativ schnell gehen. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht nur meine, aber die MiG ist irgendwie... Das ist einer der schnellsten Anflüge und Landungen, die man so hinlegt, meiner Meinung nach. Gut, das sieht gar nicht so schlecht aus, muss ich gerade gestehen. Wir kommen ziemlich gut durch, da muss ich gar nicht mehr gerade ziehen und nichts, deshalb hier mal kurz Pause. Ja, es sind noch nicht exakt 14 Kilometer, das ist mir klar, aber es geht hier auch nur um grobe Werte erstmal. Außer ihr wollt die Landung wirklich hundertprozentig exakt fliegen, aber fürs erste Mal wollen wir uns jetzt mal nur grob an den Werten orientieren. So wie es jetzt gerade aussieht, ist es vollkommen okay, um unseren Endanflug zu beginnen. Wir haben ungefähr 14 Kilometer, knapp über 500 km/h und sind auf 1050 Meter Höhe. Das ist verschmerzbar. Und das ist so unser erster großer Marker. Also so sollte es bei euch jetzt gerade mehr oder weniger aussehen. Ab jetzt gibt es quasi zwei weitere Marker noch, auf die kommen wir gleich. Da müssen wir dann auch nochmal verschiedene Parameter einhalten, die allerdings nur ein Instrument mehr oder weniger umfassen. Okay, das machen wir gleich. Ab jetzt geht es folgendermaßen weiter. Wir versuchen sichttechnisch zum einen die Bahn zu zentrieren. Hier kann ich euch empfehlen, nehmt euch diese Entfernungsnadel des Waffensystems hier, diese schwarz-rote Nadel. Wenn die zentriert liegt, könnt ihr das echt gut als Verlängerung der Landebahn nehmen.
Und wenn wir hier mal gerade unseren Blick drauf ausrichten, sehen wir, wir sind ein bisschen zu weit rechts von der Landebahn, das korrigieren wir gleich. Und prinzipiell versucht ihr ab jetzt das untere Ende der Bahn zwischen der Spitze der Route vorne zu halten und dem oberen Ende dieses Glases. Also irgendwo hier zwischen, in diesem Bereich solltet ihr die Landebahn halten, dann habt ihr automatisch eine relativ gute Sinkgeschwindigkeit, wenn auch eure restlichen Parameter passen. Euer Ziel ist es, eine Sinkgeschwindigkeit von 5 bis 7 Metern zu halten, bei einer Geschwindigkeit, die 340 km/h nicht unterschreitet. Gegen Ende 340 km/h nicht unterschreitet. Davor, wir sind jetzt auf 500, wir werden jetzt ganz langsam immer weniger Geschwindigkeit haben. Also wir werden ganz langsam immer mehr Geschwindigkeit verlieren, bis wir dann hinterher beim Aufsetzen hoffentlich mit 340 aufsetzen. Das ist so das Ziel. Und währenddessen werden wir natürlich auch weiter an Höhe verlieren. Und da zählt ab jetzt nur noch unser Radarhöhenmesser. Uns interessieren noch zwei Werte auf dem Radarhöhenmesser. Einmal, wenn der Pfeil... Naja, bei 600 ist es gut gesagt, denn er ist bei 600, weil wir noch deutlich drüber sind. Uns interessiert der Moment, wenn der Pfeil sich anfängt zu bewegen. Dann haben wir gerade 600 Meter passiert und dann möchten wir hier unten die erste Stufe der Klappe ausfahren. Bei 300 Meter, das ist der zweite Marker, der uns noch interessiert, machen wir die Klappen voll raus und setzen dann letzten Endes auf. Ich werde jetzt zu dem Zeitpunkt, also am ersten Marker, 14 Kilometer, 500 km/h, 1000 Meter, das Fahrwerk schon rausfahren und unsere Landelichter auch schon anmachen. Anschließend werde ich die Bahn, wie ich schon gesagt habe, hier unten in diesem kleinen Bereich halten, dabei auf meine Geschwindigkeit achten, dass ich 340 nicht unterschreite und auf mein Radarhöhenmesser auf die beiden anderen Marker. Das machen wir jetzt und wenn wir kurz vorm Aufsetzen sind, machen wir nochmal kurz Pause und gehen kurz das Aufsetzen durch. Das ist alles wirklich, das hört sich wirklich schwieriger an, als es wirklich ist. Das wird nun gleich relativ hektisch und stressig, deshalb habe ich euch das jetzt in der Pause erklärt. Okay, Pause raus, Landelichter raus, Fahrwerk raus. Ja, dann fängt die Maschine an zu ruckeln, das darf sie. Da ich durch das Rausfahren des Fahrwerks verliert ihr extrem Geschwindigkeit. Also darauf einstellen. Ihr wollt nicht zu langsam werden. Bahn im Auge behalten, Radarhöhenmesser im Auge behalten. Nicht zu langsam werden. Dann rufen wir mal den Tower. 600 Meter, Radarhöhenmesser bewegt sich. Erste Stufe klappen, Nase kommt hoch, darauf einstellen. Ein bisschen gegentrimmen, Richtung korrigieren, dass wir gut zentriert anfliegen. Nochmal nach Landeerlaubnis fragen. Nicht zu langsam werden, 360, das ist schon fast zu langsam. Und das ist okay, wenn ihr so viel Schub gebt. Das ist absolut nicht schlimm. Das muss so. Okay, 300 Meter, zweite Stufe klappen. Hier kommt die Nase nicht mehr ganz extrem hoch, aber immer noch leicht. Und wir sind immer noch zu weit rechts. 360 km/h ist super. Die Bahn immer an der unteren Kante des Fensters halten, also an der oberen Kante des unteren Fensters. Mit der Spitze vorne schon mal leicht den Aussetzpunkt anpeilen. Jetzt sind wir langsam auch ziemlich gut zentriert. Ein bisschen mehr Gas geben, wir sind nur noch bei 350. Das darf nicht zu langsam werden. Das sieht so ziemlich gut aus. Da machen wir in dem Moment nochmal Pause rein, denn das ist jetzt wirklich der absolut allerletzte Teil des Endanflugs. Wir sind auf 150 Meter Höhe und eigentlich haben wir noch so einen kleinen Markerpunkt. Ich nenne die ganze Zeit schon Marker, das ist eigentlich der falsche Ausdruck, aber für mich ist das so eine Art Markierung. Also das ist für mich ein Punkt im 3D-Raum, an dem bestimmte Sachen erfüllt sein müssen. Und wir haben noch einen davon, an dem müssen wir aber nichts mehr tun, außer eine kleine Entscheidung zu fällen, nämlich die Entscheidung zu fällen, ob wir wirklich landen. Und das tun wir bei einer Höhe von 100 Meter über Grund. Das nennt sich die sogenannte DH, Decision Height. Gibt's auch im zivilen Luftfahrtverkehr. Das machen auch Airliner so, die haben auch eine bestimmte Entscheidungshöhe und wir machen das hier genauso, denn es kann ja immer mal sein, dass zum Beispiel durch stümperhaftes Arbeiten im Tower die Rollbahn gerade belegt ist oder was auch immer und das würden wir ab hier auch circa sehen. Wenn jetzt hier irgendwie noch ein Flugzeug auf der Rollbahn wäre, dann würden wir es wieder das Fahrwerk reinnehmen und durchstarren.
und ein Go-Around machen. Also ab der Höhe einmal entscheiden. Okay, die Höhe haben wir gleich und ich entscheide das einfach jetzt schon mal. Wir landen jetzt. Wie geht's ab dann weiter? Wir werden mit ungefähr 340 km/h aufsetzen, das habe ich ja gerade schon gesagt. Und so sanft wie möglich. Also ich versuche immer eigentlich mit einem Meter pro Sekunde im negativen Bereich aufzusetzen. Das klappt mal besser, mal nicht so gut. Ich hoffe natürlich, heute klappt es sehr gut. Wir wollen natürlich so sanft wie möglich aufsetzen, aber ein bisschen kann das Fahrwerk hier auch schon ab. Das ist nicht so, als dass das irgendwie nur Zahnstocher unten drunter wären. Und jo, wenn wir dann auf dem Boden sind, haben wir natürlich unsere Bremse, die wir nutzen können. Bei der Bremse ist ganz wichtig, dass dieser Hebel hier mit der kurzen Spitze vorne auf LDG zeigt. Nicht nach oben auf Navigation. Das war, wenn ihr euch ans zweite Tutorial zurückerinnert, den Taxi, das ist unsere Bugradbremse. Wenn die auf Landing steht, dann bremst beim Bremsen die Bugradbremse mit. Wenn die auf Navigation steht, bremst die Bugradbremse nicht mit, was uns das Taxi erleichtert, dass wir besser um die Kurven kommen. Und zu guter Letzt haben wir noch ein echt cooles Teil hinten dran. Nämlich, das sehen wir später dann im Rückspiegel, einen Drag Chute. Das ist ein kleiner Fallschirm, den wir nach hinten rauswerfen können und der uns beim Bremsen hilft. Ähnlich wie das Space Shuttle, wenn ihr das schon mal bei der Landung gesehen habt. Das heißt, wir werden, wenn wir aufsetzen, diesen unscheinbaren schwarzen großen Knopf drücken und das schmeißt uns einen Fallschirm nach hinten raus. Eigentlich bräuchten wir das hier bei der Bahn gar nicht. Die ist, glaube ich, 4 Kilometer lang und echt mega lang genug, dass wir da locker landen können. Ohne sonstige Hilfsmittel und auch mit höherer Geschwindigkeit, das reicht vollkommen. Aber zu Demonstrationszwecken werden wir einmal diesen Schalter drücken und uns auch den Fallschirm angucken. Und ja, den Fallschirm müssen wir auch wieder loswerden. Das Problem ist, dass die Triebwerke, die wir haben, irgendwann nicht mehr gegen die Kraft des Fallschirms ankommen. Also da bleiben wir einfach stehen und wenn wir stehen bleiben, kommen wir auch nicht mehr vom Fleck. Deshalb müssen wir den irgendwann wieder abwerfen und das machen wir hier unten. Da steht schon Drop Chute dran, da müssen wir einmal das Cover hochmachen und dann den Knopf drücken. Das machen wir auch gleich. Und hierzu eine kurze Anmerkung, im Normalfall macht man das nicht auf der Rollbahn. Das, ich glaube, die Bodencrew kriegt von euch mit Sicherheit einen Kasten Bier, wenn die da hinlaufen muss und den Fallschirm wieder aufsammeln muss. Oder natürlich, sie wird euch auslachen, wenn ihr selbst da hinlauft und den Fallschirm wieder aufsammeln müsst. Im Normalfall gibt es an Flughäfen für sowas eine Chute-Drop-Zone, also eine bestimmte Zone, in dem der Fallschirm abgelegt wird. Das werden wir hier jetzt heute mal nicht machen, da aus Erfahrung die Taxiwege relativ lang sind auf der Rollbahn, wenn wir korrekt aufsetzen. Dann brauchen wir nämlich relativ lange, um den nächsten Taxiway zu erreichen. Wir könnten natürlich jetzt auch das Aufsetzen in die Länge zögern und erst so auf Hälfte der Rollbahn aufsetzen, dann wird das besser gehen. Aber wie auch immer, wir werden das Ding heute ausnahmsweise mal auf der Rollbahn aufsetzen und einer von euch darf es dann wieder aufsammeln. Entscheide ich jetzt mal einfach so, haha. Gut, damit ist aber eigentlich, denke ich, alles klar, oder? Ab dem Punkt hier einfach ganz normal weitermachen, die Landebahn immer noch hier zwischenhalten. Hinterher beim Aufsetzen natürlich flaren, dass wir im Optimalfall mit minus 1 Meter pro Sekunde aufsetzen, drauf auf die Bahn, dann erst den Schub zurücknehmen, wenn ihr vorher den Schub zurücknehmt. Normalerweise seid ihr es vielleicht von anderen Flugzeugen gewöhnt, dass ihr, sobald ihr die Runway überfliegt, also über der Runway seid und noch in der Luft, dass ihr dann den Schub komplett auf Idle nehmt. Das machen wir ja nicht, weil die Maschine fällt sonst echt, ja, wie soll ich das sagen, die fällt wie ein Stein aus der Luft. Also die plöppt einfach runter. Das ist, ihr habt auf einmal eine Sinkgeschwindigkeit, das ist mega krass, deshalb den Schub behalten. Ihr seht ja auch, wir sind hier auf 90%. Okay, aufsetzen, den Knopf drücken, im Rückspiegel einmal kontrollieren, ob der Fallschirm draußen ist. Und alles weitere machen wir dann unten, weil dann haben wir wieder mehr Zeit. Pause raus. Bahn nach wie vor in dem Bereich halten. Den Schub weiter zurücknehmen. Wir sind mit 360 dann doch ein wenig schnell. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Okay, hochziehen. Auf die Sinkgeschwindigkeit achten. Aufgesetzt, Schub zurück. Fallschirm raus. Kontrolle, Fallschirm ist draußen, da hinten ist er. Und ihr merkt, der bremst uns echt gut. Wir können jetzt natürlich die Bremse zur Unterstützung ziehen. Brauchen wir aber eigentlich gar nicht mehr, denn wir haben schon nur noch knappe 100 km/h drauf. Okay, Cover hoch, Fallschirm rauswerfen, Kontrolle, Fallschirm ist raus, wunderbar. Mit ein bisschen Bremsen hätten wir sogar diesen Taxiway vielleicht noch erwischt, aber dann nehmen wir halt den nächsten.
Und das ist auch so eine Sache, die man im Normalfall eigentlich nicht machen sollte. Wir blockieren jetzt noch für gute 20, 30 Sekunden die Rollbahn, bis wir den nächsten Taxiway erreicht haben. Sollten hinter uns andere Maschinen im Anflug sein, müsste der Tower die jetzt alle umleiten oder zum Go-Around zwingen. Macht man so eigentlich nicht, habe ich mir auch ehrlich gesagt ein bisschen den falschen Flughafen für ausgesucht für so eine erste Landung. Ich habe es vorhin oben schon in der Luft angesprochen, im Normalfall würde man da einen anderen Aufsetzpunkt einfach wählen. Also würde ich wahrscheinlich mit der MiG versuchen, so grob bei, ja, fast bei der Hälfte der Bahn erst aufzusetzen. Weil ihr habt gemerkt, wie schnell das Teil hier echt zum Stehen kommt. Also das ist ein Bremskönig sondergleichen. Gut, wenn wir schon mal dabei sind, wir haben noch ein bisschen Zeit, dann klappen wir da rein. Und da kommt doch unsere nächste Ausfahrt, die nehmen wir auch. Und ab jetzt natürlich fährt sich das Ding wieder wie ein Panzer, also denkt da dran. Ohne Bremse kommt die hier nicht mehr wirklich weit. Und damit sind wir dann auch erfolgreich gelandet. Das war doch mal ganz schick, glaube ich. Also mir persönlich macht das Landen in der MiG irgendwie echt viel Spaß. Das ist noch irgendwie so schön oldschool und irgendwie mal ein bisschen anders. Macht tierisch Laune und beim nächsten Mal machen wir das Ganze dann natürlich auch nochmal nachts im Dunkeln und mit Wolken, indem wir einfach mal weniger sehen und uns nur auf die Instrumente verlassen müssen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Teil. Ich freue mich auf euch. Bis dann!